Hallo und herzlich willkommen zur FIFA 17 Ultimate Team und heute gibt es ein kleines Pack-Opening mal wieder. Und zwar habe ich zwei garantierte Team of the Week Spieler-Packs, tradable. Und ja, aktuell ist das Team of the Week 34 rausgekommen. Ich habe extra noch drauf gewartet und gehofft, dass noch ein paar bessere Spieler dabei sind. Sind es, glaube ich, auch sogar. Da haben wir zum Beispiel hier Mertens. Guckt euch die Stats an. Die sind echt des Todes, Mann. Jetzt gucke ich gerade, wen möchte ich nicht bekommen von zwei garantierten Sets. Ich weiß natürlich, dass die niedrig gerateten auch immer ein bisschen häufiger auftauchen. Ein bisschen ist gut gesagt. Deshalb hatte ich letztes Mal beim letzten richtig viel Glück mit dem 91er Cavani. Ansonsten sind ein paar echt gute Spieler hier dabei. Ich hoffe nur, dass ich, weiß ich nicht, die 81er hier nicht alle bekomme. Ich weiß nicht. Wäre nicht so geil. Ja, ansonsten sind eigentlich alle ganz nett. Ich habe hier 31 Sets. Die wollte ich noch, weiß ich nicht, beim Team of the Season oder so raushauen. Die hätte ich mir ein bisschen angesammelt. Eigentlich habe ich zwei Team der Woche Spieler-Sets. Aber hier wird mir nur eins angezeigt, weil, ich weiß nicht, ich habe 30. Ich weiß nicht, ob nur maximal 30 angezeigt werden. Hier sind zum Beispiel gerade nur 30 angezeigt werden und dahinter müsste ja eigentlich noch eins kommen. Aber gut, genug geredet. Ich mache das jetzt auf und gucke mal, was drin ist. Hoffentlich was Gutes. Bitte, 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 bitte. Kein Walkout. Garay. Und es ist richtig laut, ne? Bei mir auf den Kopfhörern gerade. Garay, Garay, der dürfte wahrscheinlich, keine Ahnung, gar nichts wert sein. Ich habe keinen blassen Schimmer, ehrlich gesagt. Ich guck mal im Preisvergleich. Oh, ja. Ja. Okay. Bin ich zufrieden mit. Also ist auf jeden Fall nicht schlecht. Circa 30k. Ist der gute Garay wert. Und jetzt guck ich mal. Jetzt werden noch 30 hier angezeigt, oben links. Das heißt, ganz am Ende müsste sich jetzt eigentlich auch noch eins verstecken. Jo, da haben wir das zweite. Und ich hoffe einfach mal, dass da kein 81er drin ist und vielleicht ein halbwegs guter. Ich bete drum. Und schon wieder kein Walkout. Kann natürlich trotzdem was Gutes sein. Nicht Gignac. Nicht Gignac. So ein Scheiß. Der einzig noch hochgeratete Spieler, der eigentlich, glaube ich, nichts wert ist, oder? Aus der komischsten Liga der Welt. 27k ist er wert. Ja, gut. Schade. War das mit Cavani einmal ein Glücksgriff? Oh, ich hätte mir so Modest gewünscht. Oder Werner. So für mein Bundesliga-Team noch. Aber naja. Gut. Ja, dann war es hiermit. Falls ihr übrigens gerne mal meine Teams sehen wollt, wenn man unbedingt sieht, ich habe alle meine Münzen ausgegeben. Ich hatte über 600.000. Die habe ich jetzt, weil die Preise so extrem gefallen sind, kurz vor dem Team of the Season, beziehungsweise bei der Ankündigung fürs Team of the Season, bei der offiziellen, sind die Preise so in den Keller gegangen, dass ich einfach mal jetzt alles ausgegeben habe für zwei echt klasse Teams, muss ich sagen. Falls ihr die sehen wollt, schreibt es gerne in die Kommentare und lasst ein Like da. Ansonsten würde ich sagen, das war's hiermit und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und würde ich sagen, wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss.